Heute haben wir eine absolute Schlaumeier-Premiere. Wir haben nämlich nicht nur einen menschlichen, nein, wir haben auch noch einen tierischen Oberschlaumeier. Und woher die kommen, sehen wir jetzt gerade. Sie beide wohnen nämlich in Ittingen im Kanton Basel-Land. Also man schreibt Ittingen, sagen tut man Uettingen. Also man tut dort ein «i» mit einem «ü» ersetzen, so wie es aussieht. Kannst du das selber mal überlegen, vielleicht gibt es noch ein paar schöne oder lustige Worte, wo man, wenn man das «i» mit einem «ü» ersetzt, noch lustiger werden. Der menschliche Oberschlaumeier hat zwei Kinder und arbeitet als Blindenführhund-Instruktor. Herzlich willkommen, der Björn und der Arkin. Hallo zusammen. Guten Morgen miteinander. Hey, jetzt bin ich ein bisschen nervös gewesen. Aber merci Niki für das super Hunde-Warm-up. Ja, dann würde ich gerade mit meiner Lektion starten. Ja, jetzt schauen wir doch mal. Ich werde euch vom Arkin erzählen. Der Arkin liegt da ja, neben mir auf dem Posto. Der ist momentan am Pause, also am Posto, sagen wir, am Hundeplätzchen, wo er ich kann füßeln. Er hat heute Morgen schon einen gäbigen Spaziergang mit mir und ist darum jetzt müde. Hat auch schon gegessen und wir werden dann später aber etwas zusammen machen und euch vorführen. Also zuerst von diesem Arkin. Der ist geboren bei uns an der Blindenführhundeschule in Allschwil am 9. Oktober 2017. Und zwar am 4.27 Uhr am Morgen früh. Jetzt, was ganz lustig ist, ihr seht, der ist ja blond, könnte man sagen. Oder in Fachsprache sagt man dem gelb. Er ist übrigens ein Labrador-Retriever. Ist das die Rasse, die Hunderasse, die das ist? Er hat zwei schwarze Eltern, nämlich Naila, die Mutter, und der Timo und der Vater. Und trotzdem ist er blonde, gelbe geworden. Was fast noch erstaunlicher ist, alle seine Geschwister, und das sind 8 Stück, heisst, sie waren 9, sind auch alle schwarz. Also er war der Einzige, der eine andere Farbe hat. Also irgendwie immer durch ein bisschen spezieller. Genau. Vielleicht noch wegen dem Namen der Geschwister. Vielleicht nicht nur ein Wunder, bei uns bekommen alle Welpli von einem Wurf, sagt man dem, immer ein Buchstabe. Das heisst, wir müssen uns immer überlegen, oh, das war jetzt der A-Wurf beim Arkin. Wie, was geben wir jetzt da alles für Namen? Und da hat es Geschwister gegeben, die zum Beispiel Arina heissen, die Amelie, die Annika, die Alicia, das waren also die Schwestern gewesen, und muss ich ein bisschen ablesen, die kann ich mir nicht alle merken, die Namen. Und dann hat es noch der Arrow gegeben, der Abu, der Ajax und der Arun. Das waren also alle Geschwister vom Arkin. Und die leben jetzt natürlich auch noch, sie sind ja alle ein bisschen mehr als 2-jährig. Und was bedeutet, ein A-Wurf? Was ist der Unterschied zwischen einem A-Wurf? Ist der A-Wurf einfach der erste Wurf, wo eine Hündin hat, und der B-Wurf wäre der zweite, dort würde ein Welpen vielleicht Björn heißen. Ja, also es ist so, und zwar über die ganze Zeit, wo wir Würfe haben, also nicht pro Mutter, sondern pro Wurf, der bei uns auf die Welt kommt, gehen wir einen Buchstaben weiter. Also eben der nächste Wurf zeitlich wäre dann nach dem Arkin-Wurf, nach dem A-Wurf ein B-Wurf gewesen. Dort hat es einen Björn können geben, genau. Und wir probieren immer so viele Namen wie möglich zu finden. Darum gibt es manchmal ein bisschen lustige oder komische Namen. Aber über Namen kann man sich ja sowieso streiten, was der tolle sind und was nicht. Genau, jetzt habe ich hier ein Bild. Und das ist der Arkin mit einem Geschwisterti. Wie das Geschwisterti heisst, weiss ich jetzt nicht, weil es ja 8 Stück waren. Zu diesem Bild habe ich schon mal eine erste Frage. Und zwar, was denkt ihr? Ich kann es nochmal herhaben. Das ist kurz nach der Geburt, also vielleicht so 3, 4, 5 Tage, ich weiß es nicht genau. Wie schwer ist denn so ein Welpli? Was denkt ihr, wenn es auf die Welt kommt?
Aber auch jetzt der Abwart, der das managt, genau, oder ich kann es auch sagen. Der Abwart managt das. Also, wie schwer ist ein neugeborenes Welpen, wenn es auf die Welt kommt? Ist es 50 Gramm schwer, 250 Gramm schwer, 500 Gramm schwer oder 1 Kilogramm schwer? Was denkst du, ist die richtige Antwort? Wählst es aus und drückst nachher auf den runden Knopf unten dran, um uns deine Antwort mitteilen. Ich beende die Umfrage beenden in 5, 4, 3, 2, 1. Und ich sehe, fast alle haben an dieser Umfrage teilgenommen. Das Resultat schauen wir jetzt gerade an, Björn. Schauen wir. Und die meisten Kinder denken, ein neugeborenes Welpen ist 250 Gramm schwer. Wie ist das, Björn? Ist das richtig? Ja, das ja, also recht viele verschiedene Antworten gewesen, da sind sich nicht so sicher gewesen. Ist auch noch schwierig, also der Arkin zum Beispiel, der ist jetzt 390 Gramm schwer gewesen. Also meistens sind sie so plus minus 500 Gramm oder zwischen 300 und 500 oder mal auch ein bisschen drüber, über 500. Das ist also die korrekte Antwort, wäre die dritte gewesen. Sie sind recht klein. Aber also einfach so wie so ein Pünderli Brot, oder? Könnte man in diesem Sinn sagen. He? Gut, jetzt, wenn die so klein sind, in den ersten zwei Wochen läuft da gar nichts. Die sind in dieser Wurfbox und schlafen, trinken bei der Mutter und kacken. Und sonst läuft eigentlich fast gar nichts. Und dann kann man eigentlich sagen, fängt die Kindergartenzeit an von diesen Welpen. Und also sie gehen in den Kindergarten. Ich würde das jetzt ein vergleichen, wie es bei euch wäre. Wir haben sicher auch Kindergärtner da. Und es werden so von 2 Wochen bis etwa 10 Wochen alt gehen sie in den Kindergarten. Da habe ich jetzt auch das Bild von Markin, oder eigentlich so wie im Kindergarten ist. Das ist sie noch bei uns an der Blindenführhundeschule. In diesem Kindergarten wird natürlich nicht nur gespielt. Das wisst ihr ja, da machen wir auch schon so ein bisschen Übungen und lernt ein bisschen etwas. Das hat der Arkin auch gemacht. Er ist zum Beispiel ins Dorf gegangen, in den Wald gegangen. Er hat müssen lernen, wie das ist, an Leinen und Halsband. So Halsband finden sie am Anfang voll blöd und weiss wegkratzen. Das finden sie gar nicht lustig. Und so Sachen, das Entdecken, das Spielen, das mit anderen Hunden spielen, auch andere Hunderassen lernen kennen. Macht natürlich den Abo müde. Und da ist jetzt wieder neu der Kindergartenzeit bei uns an der Blindenführhundeschule. Da müssen sie ja viel, viel wieder ausruhen, das ist klar. Jetzt ist noch spannend wegen dem Gewicht innerhalb von diesen ersten 10 Wochen. Das ist krass. Sie kommen etwa mit 500 Gramm auf die Welt und gehen etwa mit 10 Kilo nach 10 Wochen in die Schulzeit über. Das ist nämlich das Nächste. Sie gehen dann in die Schule und die Schulzeit verbringen sie eigentlich bei Lehrern, die nicht bei uns an der Schule sind, sondern das sind Leute, die das ehrenamtlich für uns machen. Das heisst, sie machen das gratis, sie machen einen ganz grossen Job für unsere Schule, für die blinden Leute später. Die ziehen nämlich die Hunde auf. Und das kann man jetzt eigentlich sagen, ist der erste Schultag vom Arkin, wo er von der Schule weg ist gegangen zu sogenannten Paten-Hundehalter. Da ist er abgeholt worden an der Schule. Man sieht, jemand Neues ist ihm vielleicht noch nicht ganz so wohl, wie das den Kind natürlich auch könnte gehen in dieser Zeit. Dann geht die Schulzeit weiter. Er ist hier angekommen in seinem neuen Daheim. Das sieht auch noch nicht immer ganz so alles neu, alles anders, andere Gerüche und so. Das ist für ihn natürlich nicht so einfach. Aber wenn man natürlich sieht, wie viel Liebe und alles dass das dort gibt, ich weiß gar nicht, wie man es am besten herhält. Also, er ist jetzt hier in einer Familie gelandet, die Kinder haben. Und die haben ihn natürlich auch genossen. Und ich glaube, das Bild zeigt dann schon mal, da ist so am Arkin der wieder wohl gewesen. Auch in dieser Schulzeit, wie bei euch, muss man natürlich viel lernen. Da treffen sich manchmal der ganze Wurf, das ist jetzt hier in Basel auf der Rheinfähre sogar.
Die Hunde müssen ganz viel erleben, lernen kennen, in die Geschäfte gehen, vielleicht mal sogar in die Zoo gehen. Sie müssen Zug fahren, Bus fahren, Tram fahren, einfach, dass sie nicht parat sind für ihre spätere Berufsausbildung. Und das ist so ein bisschen, könnte man fast sagen, ein Abschlussfoto. Da ist er sogar im Schnee, der Arkin, mit seiner Familie. Jetzt muss ich eben spontan noch etwas einbauen. Mein Sohn hat noch schnell etwas gebastelt. Und jetzt geht es eigentlich über zu der Schule, von der Schulzeit zu der Berufsausbildung. Das ist übrigens der Arkin, hat er gesagt. Ich soll den da schnell so zeigen. Ist zum Beispiel auch eine Bastelidee. Hat er heute spontan erfunden. Genau. Und jetzt bei dieser Schul- oder Berufsausbildung möchte ich euch mit dem Arkin etwas zeigen. Und zwar habe ich den während seiner ganzen Zeit schon in der Schule und später in der Berufsausbildung etwa 30 Hörzeichen auf Italienisch. Und da hätte ich euch gerade die nächste Frage. Warum habt ihr das Gefühl, dass ich die Hörzeichen auf Italienisch gebe an Marki? Also, warum kommt der Arkin seine Hörzeichen auf Italienisch über? Also eigentlich seine Befehl, kann man sagen, wenn du noch nicht gerade weißt, was ein Hörzeichen ist. Warum kommt der Arkin seine Befehl auf Italienisch über? Die erste Antwort, weil blinde und sehbehinderte Menschen gerne italienisches Essen haben. Oder weil der erste Blindenführhund aus Italien gekommen ist. Oder der Hund versteht die Hörzeichen auf Italienisch besser. Also, ich gebe auch nochmal die Antworten. Blinde und sehbehinderte Menschen haben gerne italienisches Essen. Der erste Blindführhund ist aus Italien gekommen. Oder der Hund versteht die Hörzeichen auf Italienisch besser. Welche Antwort denkst du ist richtig? Ich beende die Umfrage in 5, 4, 3, 2, 1. Und jetzt sind wir gespannt. Björn, jetzt schauen wir uns die Antworten an. Die meisten Kinder, ja, 71%, also weit mehr als die Hälfte, sagt, der Hund versteht die Hörzeichen auf Italienisch besser. Stimmt das? Das ist völlig korrekt. Das ist super. Und ihr könnt jetzt vielleicht auch gerade zuhören, wenn ich mit dem Arkin hier eine kleine Übung mache. Ich werde ihn eine freie Sitzgelegenheit anzeigen. Und da hört ihr die Hörzeichen, die ich brauche. Er wird auch ins Feuergeschirr später einsteigen. Jetzt werde ich einfach mit euch mal die Übung machen und mal schauen, wie der Arkin mitmacht. Er pauset immer noch ganz tief. Aber ich glaube, wir bringen ihn schon dazu, dass wir jetzt da schnell etwas zusammen machen können. Hey, Arkin! Ja, ja, ich tue jetzt hier noch die Kamera noch schnell her. Moment. So. Auch noch etwas. So. Ja, jetzt hat er sich mal geschüttelt. Vielleicht sieht man meinen Kopf nicht so, aber das ist nicht so schlimm. Ich will mehr, dass man den Arkin sieht. So, glaube ich. So ist es gut. Jetzt habe ich ihn auch noch geweckt. Und manchmal ist ja am Anfang, dass man ihn wecken kann, auch spielen ein bisschen gut. Dann kann man schnell ein Spielzeug nehmen. Okay. Also ich höre, die reden nicht nur Italienisch mit ihm. Das sind eben, wie der Romano hat gesagt, sozusagen Befehle oder Hörzeichen oder Kommandos, die man dem Hund geben kann. Dai. Muss auch wieder geben. Jetzt tue ich mal einfach völlig ohne irgendein Feuergeschirr oder so, soll ich mal den Bank anzeigen. Das ist so, wie man es am Anfang eigentlich auch übt. Jetzt probiere ich einfach mal. Das Hörzeichen ist Bank. Aber ich muss sagen, Arkin, Bank. Wo ist der Banka? Dann ist er noch ein bisschen müde. Banka, wo ist der Banka? Ja, der wäre auch einer, da habe ich nicht gemeint. Banka. Super. Ich sehe, man hat jetzt schön den Kopf drauf gehabt. Das ist auch das Ziel, das ich dann auch im Feuergeschirr mit dem Hund machen möchte. Jetzt nehmen wir da mal ins Feuergeschirr. Jede, jetzt muss er neben mir kommen. Jede, nein, noch nicht ins Vier geschaut. Sehr.
Jetzt muss ich das Führgeschirr einsteigen. Super. Es ist auch wichtig, dass man immer gut lädt. Das ist ja in der Schule auch so. In euch hoffe, dass die Lehrer das auch schön brav machen. Und jetzt kann ich hier natürlich nicht über grosse Distanz, aber ich komme jetzt von weiter zu laufen. Würde uns natürlich schlecht sehen. Ich kann ja auch ein bisschen so spielen als Instruktor, als würde ich schlecht sehen. Und jetzt kann ich es nochmal sagen. Arkin, bam, gell? Dann hat er den Kopf drauf. Und dann kann ich vorne gehen, tasten. Und dann merke ich, ah ja, da kann man hocken. Libera! Super! Also mit dem Kommando Banca sucht der Arkin an einer blinden oder sehbehinderten Person eine Sitzgelegenheit. Habe ich das richtig? Genau. Das ist korrekt. Das klingt ja. Ne? Genial. Gut, jetzt tun wir hier mal wieder umstellen. So. Dann kann der Arkin dann wieder ins Post gehen. Ja, ins Post. Sali. Aber ich könnte die Lektion glaub, unendlich lang machen. Ich könnte noch viel zeigen. Also hier auf engem Raum ist es etwas schwieriger, aber man kann natürlich da ganz viel zeigen. Ich sage einfach schnell die wichtigsten Sachen, die einem Hund hilft, eigentlich jemandem, der schlecht sieht oder gar nicht sieht. Also es ist nicht so, dass alle, die einen blinden Führhund haben, einfach gar nichts sehen, sondern es ist eher so, dass die Leute, die Menschen, eher eine sehr Einschränkung haben, nicht mehr so gut gesehen, vielleicht über die Ränder stolpern und so weiter. Aber es hat auch solche dabei, die gar nichts sehen. Der Hund tut vor allem Hindernisse anzeigen, das heisst, jede Unebenheit, jedes Ränder, dem sagen wir Bodenhindernis, tut er anhalten. Und dann kann der Klient oder die sehbehinderte Person, sage ich mal, mit so einem Taststock abtasten, ah, da hat es ein Ränder. Und kann dem Hund sagen, wenn das es so weitergeht. Der Hund tut auch Seitenhindernisse ausweichen. Also das sind Leute oder jemanden, wo man reinlaufen würde. Der hat gesehen, ich hatte auf der linken Seite, der Arkin. Der Hund führt mir immer links. Und dann muss er immer genug aufpassen, auf die rechte Seite, dass es für mehr Platz hat. Und die schwierigsten Seitenhindernisse sind natürlich Menschen, weil die bewegen sich noch. Also, manchmal im Gedränge ist es ja fast ein bisschen sehr schwierig, dass der Hund allem ausweichen kann, was da kommt. Besonders auch noch Leute mit Smartphones zum Beispiel, die da reinschauen. Dann gibt es Höhenhindernisse. Die wären für den Hund eigentlich, dass er unten durchfräsen kann. Also sind ja für ihn nicht das Problem. Und eine Blindenführung muss aber auch lernen, die zu umgehen, dass man nicht irgendwie die Brust oder sogar den Kopf anschlägt. Also das sind von den schwierigsten, die blinde Führhunde auch lehren. Genau, jetzt kann ich da ein bisschen weiter, ich komme über etwas drüber, dass wir mit der Zeit auch gut drin sind. Ende Ausbildung machen wir eine Prüfung unter der Dunkelbrille, also wo auch wir Instruktoren gar nichts sehen, um wirklich zu prüfen, ob es der Hund kann. Dann ist ein Instruktor nicht nur da, für einen Hund auszubilden, sondern er geht auch zum Klienten und erklärt ihm, wie das alles geht und tut den Hund abgeben. Da habe ich zum Beispiel so ein Bild, wo eine sehr behinderte Person, das ist jetzt auch wieder ein Banka, und die Instruktorin tut ein bisschen erklären, wie das geht. Das geht nämlich nicht einfach von alleine, also wir können nicht den Hund dort hergeben und er geht. Für das habe ich nämlich wieder eine Frage, was denkt ihr? Wie findet der blinde Führhund den Weg zum Bahnhof? Also, wie findet ein blinde Führhund den Weg zum Bahnhof? Er fragt andere Hunde, er schmeckt, wo die Züge fahren, oder die blind- oder sehbehinderte Person gibt ihm die richtigen Kommandos. Wie findet ein blinder Führhund den Weg zum Bahnhof? Er fragt andere Hunde, er schmeckt, wo die Züge fahren, oder die sehbehinderte oder blinde Person gibt ihm die richtigen Kommandos. Welche Antwort denkst du ist richtig? Wählst du aus, drückst nachher unten dran auf Eingeben und wir beenden die Umfrage in 5, 4, 3, 2, 1 und fertig. Wir schauen euer Resultat gerade an. Mal schauen, Björn. Ich bin ja gespannt, du sicher auch. Also, die meisten Kinder, nämlich mehr als die Hälfte, sagen, die sehbehinderte oder blinde Person gibt am Hund die richtigen Kommandos. Ist das korrekt, Björn? Das ist
Das ist völlig korrekt. Also, ich merke, ich bin gar kein Schlaumeier. Ihr seid, glaube ich, viel mehr als ich. Also, das ist so. Die Hunde können zwar super gut schmecken, aber ja, wo Züge fahren, das schmecken sie dann doch eher nicht. Und das ist ganz wichtig bei unseren sehbehinderten und blinden Leuten, die wir haben. Die sind eigentlich die Hunde, die leisten super gute Sachen. Aber die Leute hier, die müssen nämlich wissen, wo sie sind, wo sie her wollen und wie sie dort herkommen. Und darum lernt der Hund so viele Kommandos, zum Beispiel auch für links und rechts und alles, dass sie an das Ziel kommen. Zusammen mit der Zeit kennt der Hund natürlich die Wege schon, aber der Chef oben, heisst die blinde oder die sehbehinderte Person, muss das natürlich ein bisschen kontrollieren, weil ja, sonst landet er dann vielleicht immer auf dem Spaziergang oder in der Metzgerei oder auch nicht auf der Arbeit. Das könnte natürlich auch sein. Also es braucht viel Arbeit, bis so ein Gespann funktioniert, bis die dann gut zusammen unterwegs sind. Hier ist jetzt natürlich auch ein Ort, wo der Hund frei sein könnte. Und das ist auch wichtig, dann nehmen unsere Klienten den Langstock und der Hund kann Freizeit haben. Das ist ganz wichtig für einen blinden Führhund. Was auch ist, ganz wichtig, das muss ich jetzt eigentlich nicht unbedingt euch sagen, sondern ihr könnt es meistens am besten hin. Ich sehe sehr viele Leute, die Hunde einfach auf das Maul anlängen. Und das ist nicht einmal nur ein Blindenführhund, sondern sonst. Und die gehen her und längen einfach gerade an. Ich muss sagen, meistens sind es Erwachsene. Und die Kinder lernen das anscheinend, wie man das richtig macht. Man fragt nämlich immer zuerst dem, wo der Hund gehört. Darf ich den Hund anlängen? Das finde ich schon etwas ganz Wichtiges. Und ich bin froh, es schauen viele Erwachsene zu. Die hören das vielleicht auch noch wieder mal, weil die Kinder machen das meistens schlaumeiermässig. Besser als die Erwachsenen. Unsere Hunde sind etwa im Einsatz bis 11. Durchschnittlich werden sie so 12, 13-jährig. Und irgendwann sind sie aber auch alte Grossvater- und Grossmutterhunde. Und dann gehen sie auch in Pension. Das kann beim sehbehinderten oder blinden Mensch selber sein. Den kann er halt einfach nicht mehr brauchen zur Führarbeit. Oder es gibt auch Leute, die unbedingt müssen arbeiten und den Hund nicht behalten können. Dann geben sie den Hund in eine Pensionsfamilie und dann geht er dort her. Jetzt habe ich noch so ein Abschlussding. Ich sehe nämlich, glaube der Luca dort hinten im grün-weißen Pischi, der hat noch nicht Zähne geputzt und der Arkin auch noch nicht. Jetzt würde ich sagen, ich habe da zwei Sachen. Das ist ein Rindsohr, das ist für Arkin zum Zähneputzen oder so ein Hammerbiskuit. Ich würde sagen, Hand auf für Rindsohr. Und Hand unten lassen für Hammerbiskuit, dann können wir ihm das noch geben. Und dann ja, wäre die Zeit, glaube ich, schon für mich. Also, was soll der Björn am Arkin geben zum Zähneputzen? Das Rindsohr, dann dünnt er die Hände aufstrecken. Ihr wisst, wie es läuft, Kinder, die sind ja Schlaumeier-Profis. Wenn ihr wollt, dass das Rindsohr, dass der Arkin das Rindsohr überkommt, dann dünnt er die Hände auf. Und wenn ihr wollt, dass es Biskuit überkommt, lasst ihr die Hände unten, Hände auf. Tut man ganz einfach, ihr langt noch mit aufs Display und dann seht ihr ein weißes Händchen. Und wenn das blau oder grün ist, dann ist es da oben. Aber ich sehe, Björn, die Leute, das Kind wünscht, dass er das Biskuit bekommt. Biskuit, gut. Dann haben wir ihm das gegeben. Ah, Kind, bitte. Ja, sieht man es ja. Ja, man sieht es. Und das ist eben wichtig. Er bekommt so ein Trockenfutter, das eingeweicht ist. Und das putzt die Zähne eigentlich nicht so gut. Und wir müssen zum Glück nicht immer mit dem Zahnbürstchen, sondern es ist gut, wenn er mal etwas so richtig Herz hat. Und das tut seine Zähne putzen. Und ja, man sieht, er genießt das Zähneputzen richtig. Genau. Vielleicht, wenn ihr noch mehr wollt wissen über Blindenführhunde, wenn das Corona-Zeug vorbei ist, dürft ihr gerne mal Blindenführhunde-Schule Allschwil besuchen. Wir haben immer jeden ersten Samstag im Monat einen Besuchstag, wo man um 3 Uhr am Nachmittag unangemeldet kommen kann und dann auch noch viel mehr kann sehen kann. Eine halbe Stunde ist halt wenig. Aber ich hoffe, ich kann euch da ein bisschen Einblick geben können. Super, wow, vielen herzlichen Dank. Danke vielmals Björn und natürlich auch danke vielmals Arkin. Das war eine mega spannende Lektion. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Danke.
Heute haben wir gelernt, heute haben wir den Arkin kennengelernt und haben gesehen, wie er aufgewachsen ist, haben seine Geschwister kennengelernt, haben gemerkt, dass zwei dunkle, also schwarze Hunde auch ein helles Baby können haben. Und wir haben auch gelernt, dass blinde Führhunde ihre Kommandos auf Italienisch lernen. Und dass sie einen relativ langen Ausbildungsweg hinter sich legen müssen, bevor sie dann an einer blinden oder sehbehinderten Person helfen können, durchs Leben durchzugehen.